Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes, das ausgelegt wird in der Predigt, ist aufgezeichnet im ersten Buch Samuel im zweiten Kapitel. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner, und es ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungerte nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte welk dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Lasst uns beten. Ewiger Gott und Vater, segne uns durch dein Wort, öffne unsere Ohren und Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe heute 2 Dinge mitgebracht. So ein Hasen und ein Osterei. Hase und Ei sind ja untrennbar mit dem Osterfest verbunden. Als kleiner Junge war ich ganz fest überzeugt. Ich war wirklich überzeugt, dass die Hasen die Ostereier legen und sie dann auch bringen. Ich war davon überzeugt. Nun kann jemand sagen, naja, der ist in Hamburg groß geworden, Großstadt. Stimmt nicht so ganz. Die ersten 4 Jahre meines Lebens habe ich in dem wunderschönen Dorf Tötensen gewohnt. Ich habe damals immer Tötensen gesagt. Und unsere Nachbarn waren Bauern und die hatten Hühner. Und ich habe das Tag für Tag gesehen, dass Hühner Eier legen. Außerdem kam während der Woche immer wieder der Eiermann, der die Eier abholte und dann wieder verkaufte. Und das war auch in den Tagen vor Ostern so. Also nichts mit dem Osterhasen, wenn man anscheinend vernünftig denken würde. Aber so denken die Großen, die Erwachsenen. Kinder sehen das oft anders. Der erwachsene Mensch, der vermutlich kluge und reife Mensch, rechnet nicht mehr damit, dass das Normale durchbrochen wird. Kinder sind anders. Kinder sind dafür offen, dass sich die Wirklichkeit plötzlich und unerwartet verändern kann. Kinder rechnen noch mit Überraschungen. Und wenn ich dies bedenke, zumindest wenn ich dies bedenke, bin ich mir unsicher, wer weiser ist. Die Kleinen oder die Großen? Wenn man ernsthaft nachdenkt, ist es besser und klüger, im Leben mit dem Unerwarteten zu rechnen. Das kann was Gutes sein, aber auch manchmal das Böse. Warum erzähle ich das? Mancher kann sich das schon denken. Ich möchte uns zum einen in etwas einstimmen, das ja noch viel unwahrscheinlicher ist, als dass der Osterhase Eier legt. Ich spreche davon, dass Jesus den Tod besiegt hat durch seine Auferstehung. Ganz nüchtern gesagt, das widerspricht jeglicher Vernunft.
Jesus hat den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Und das ist wichtig, Auferstehung. Auferstehung meint nicht, dass es irgendwie nach dem Tod weitergeht. Das haben fast immer Menschen oder Völker geglaubt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Auferstehung meint aber noch viel mehr. Auferstehung meint, dass Jesus nicht nur irgendwie geistig oder seelisch, sondern eben mit Geist, Seele und Leib den Tod überwunden hat und dass wir dies eines Tages auch erleben sollen. Drastisch ausgedrückt in der alten Form des Glaubensbekenntnisses, so wie wir es sprechen, Auferstehung des Fleisches. Das meint nicht, dass wir mit unseren Mängeln und Fehlern einmal wieder da sein werden, aber der ganze Mensch, Gottes Wege enden in der Leiblichkeit, hat einmal jemand gesagt. Es ist das eine, es geht darum, dass wir offen sind für die Hoffnung der Auferstehung. Zum anderen will ich darauf aufmerksam machen, dass Gott immer wieder auch in unserem Alltag Außerordentliches tun und wirken kann. Und das Gottes Wort aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, legt davon Zeugnis ab. Es ist der Lobpreis der Hanna. Denn die Hanna, sie hat unerwartet ein Kind, einen Sohn empfangen. Jahrelang war ihr Leib verschlossen, wie es die Schrift sagt, und sie sehnte sich so sehr nach einem Kind. Aber dieser Wunsch blieb ihr verwehrt. Uns ist das gar nicht mehr so bewusst, aber in alter Zeit galt eine unfruchtbare Frau, unfruchtbar war meist immer die Frau, die galt als tot. Ihr Leben hatte keinen Wert mehr. Heute denken wir so nicht mehr. Wer aber Menschen kennt, Ehepaare, die keine Kinder empfangen können, obwohl sie diesen Wunsch haben, der weiß, wie belastend dies sein kann, wie traurig diese Menschen gestimmt sind. Wir, die wir Kinder haben, wir wissen manchmal gar nicht, was uns da geschenkt wurde. Es gibt eher so die Sprüche, hast du kleine Kinder, hast du kleine Sorgen, hast du große Kinder, hast du große Sorgen. Anstatt sich zu freuen, dass man Kinder hat, weil das nicht selbstverständlich ist, weil das ein Geschenk ist. Das Leben ist ein Geschenk, das Leben als solches ist ein Wunder. Und nicht selbstverständlich abzufordern. Die Hanna weiß das, dass das Leben und schon die Geburt von Kindern etwas Wunderbares ist. Aber es ist ihr verwehrt. Aber sie wendet sich an Gott. Und sie erwartet von Gott das Unmögliche, das schier Unglaubliche. Wenn man eben einem Ehepaar sagt, da kann bei ihnen nichts passieren, da kann man vielleicht höchstens adoptieren. Aber dass wirklich ein Kind geboren wird, das ist dann genauso unwahrscheinlich wie die Auferstehung eines Toten. Aber sie erwartet von Gott das Unmögliche und sie betet zu ihm im damaligen Zeltheiligtum in Silo. Und es fließen Tränen beim Gebet und sie bewegt ihre Lippen stumm. Und sie gelobt, wenn sie tatsächlich ein Kind, einen Sohn empfängt, das war damals besonders wichtig, wenn sie einen Sohn bekommt, dann weiht sie ihm den Herrn. Und in dieser Situation findet der Priester Eli sie vor. Und wie das Leben so spielt, da macht sich endlich mal jemand auf in die Kirche seit langer Zeit. Und er erwartet etwas. Und Eli, freut er sich? Nein. Er hält sie für betrunken. Das ist doch wieder so ein frustriertes Weib, was mit dem Leben nicht fertig wäre. Und nun kommt sie noch angetrunken ins Heiligtum. Ne? Und das haben wir ja nicht gelesen. Er sagt ihr, bitte brech den Wein aus, damit du wieder nüchtern wirst. Ja?
Stell dir mal vor, das würde dir passieren. Du kommst traurig in die Kirche. Und da geht der Pastor auf dich zu und sagt, bitte geh erstmal raus, brech dich aus, damit du nicht mehr so besoffen bist. Und du bist zutiefst traurig. Und dabei hast du doch nur Gott deine Not geklagt. Wie würdest du reagieren? Und auch die Frage an Gott, Gott, jetzt komme ich endlich mal in dein Haus. Und was mutest du mir zu? Gott ist manchmal unmöglich. Der Herr tötet. Er führt hinab zu den Toten. Gottes Wege können sehr hart sein, sehr unverständlich. Und deshalb mag ich das auch gar nicht, wenn man immer vom lieben Gott redet. Gott ist manchmal nicht lieb. Jedenfalls erfahre ich ihn nicht so. Er verlangt von uns manchmal das Letzte. Aber was tun, wenn das so hart ist, wenn Gott anscheinend tötet? Es gibt nur eins, dranbleiben und nicht loslassen. Hanna erträgt den Vorwurf des Priesters. Sie bleibt ruhig und erklärt ihre Situation. Ja, ganz schön peinlich für den Pastor, für den Eli. Mann, was habe ich da gemacht? Aber Eli fasst sich und gibt ihr den Zuspruch, Gott ist bei dir. Er wird dir helfen. Wie? Weiß ich auch nicht. Vielleicht passiert mir auch mal das Gleiche wie dem Eli, wenn du Hilfe brauchst. Ich erkenne deine Not nicht richtig. Vielleicht verletze ich dich sogar. Nicht gewollt, unbewusst. Dann bitte ich dich, handle so wie Hanna. Vergebe und klammere dich dann an das Wort Gottes, an die Verheißung, an den Trost, den ich dir als Pastor mitgebe. Vielleicht habe ich als Mensch versagt, aber das Wort Gottes hat seinen Wert. Und Hanna erlebt das. Sie empfängt das Kind und darum ist sie voller Freude und Dank. Und darum singt sie Gott. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Anders gesagt, Hanna erlebt auch so etwas wie Auferstehung. Das ist ihr Sieg. Die Geburt dieses Kindes, dieses Sohnes, das ist ihr Sieg über den Tod. Verglichen mit Jesus ist das nur ein kleiner Sieg. Es ist noch nicht das, was einst durch Jesus geschehen wird. Aber es ist ein Vorzeichen, ein Hinweis auf das, was Gott durch seinen Sohn schenken wird. Eine unfruchtbare Frau, die ein Kind empfängt, menschlich unmöglich, aber Gott kann es schenken. So, wie er auch dem toten Jesus neues Leben gab. Unwahrscheinlich, unmöglich, sagen heute viele Menschen, wenn sie die Auferstehungsbotschaft hören. Aber das ist nicht neu. Auch vor 2000 Jahren haben das die Freunde Jesu so erlebt und gesehen. Und sie selber, ich habe das ja schon erwähnt, sie waren ja gar nicht begeistert, als sie gehört haben, das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden. Ja? Ein leeres Grab beweist gar nichts. Der Leichnam kann auch geklaut worden sein. Die Jünger sind halt Erwachsene, Große, die sich dem Wunder und dem Außergewöhnlichen verschlossen haben. Ich nehme an, nehmen wir mal, wir hätten so einen Stallhasen zu Hause und der würde anfangen, Eier zu legen. Das würde auch einen gewissen Schreck auslösen. Ne? Ein Hase, der Eier legt. Ja? Ich glaube, es gibt das Schnabeltier als Säugetier in Australien. Das kann das. Aber ein Hase, das wäre schon sehr verwunderlich. Und wir würden zum Tierarzt gehen. Wie viel mehr muss ein Mensch erschrecken, der erlebt, dass da einer tot war, und wirklich lebendig vor ihm steht. Und das schlägt sich auch in den Berichten
in der Begegnung mit dem Auferstandenen nieder. Diese Berichte, rein von der Vernunft her gesehen, rein menschlich, die scheinen sich auch manchmal zu widersprechen und sich zu beißen. Einmal sind zwei Frauen am Grab, dann nur wieder eine, dann sind es wieder drei, dann sind es auch wieder Petrus und Johannes, die da um die Wette laufen. Es gibt kluge Leute, die sagen, das widerspricht sich alles. Für mich ist das immer ein Zeichen der Echtheit gewesen. Wenn etwas Außerordentliches passiert, dann kann man das gar nicht wirklich fassen. Und die ersten Christen, sie haben eben nicht versucht, irgendwas zu rekonstruieren oder zu harmonisieren, sondern das, was sie erlebt haben, das bezeugen sie ungeschminkt. Schön, sagst du, aber was bringt das? Was bringt das für mich? Mag sein, dass vor 2000 Jahren einer den Tod überwunden hat. Was haben wir davon? Eine gute Frage, die ich mit einer anderen beantworte. Was hat das Kind vom Osterhasen und den Eiern, die er versteckt und die es dann suchen muss? Ganz einfach gesagt, Freude. Freude. Und Freude gibt Kraft zum Leben. Wenn ein Kind Ostereier sucht und findet, erfährt es, dass es etwas Wunderbares gibt im Leben, das wir entdecken können. Wunderbares, was dem Leben Freude und Halt gibt. Leider gibt es im Leben ja genug, was uns belasten kann. Krankheit, Streit, Versagen. Jeder von uns hat etwas im Leben, was tot, was unfruchtbar ist. Und am Karfreitag hat Gott in seinem Sohn all dies auf sich gezogen. Und sein Ziel ist, dass er uns diese Last abnimmt. Ostern, die Auferstehung zeigt, dass dies alles überwunden ist. In meiner alten Gemeinde in Hannover schrieben wir in der Karwoche einmal alles, was uns persönlich belastete, auf Zettel. Und diese Zettel hafteten wir an einem Kreuz. Und dieses Kreuz bestand aus einem Holzrahmen und war mit Maschendraht bezogen. Auf der Vorderseite hefteten wir die Sorgenzettel an. Auf der anderen Seite war schwarze Pappe angebracht. Und so kam zunächst kein Licht durch dieses Kreuz. Aber am Ostermorgen haben wir die schwarze Pappe entfernt, so schien das Licht, das Osterlicht durch. Was will uns das sagen? Unsere Sorgen, unsere Ängste, die sind da. Und wir kriegen sie auch nicht so einfach weg. Aber sie sind erhellt vom Licht der Auferstehung Jesu. Wir haben auch damals im Gottesdienst bewusst die Sorgen am Kreuz hängen lassen. Es ist ja auch so in unserem Leben. So einfach verschwinden Sorgen nicht. Denken wir an Hannah. Auch sie bekommt ihr Wunschkind, aber sie gibt dieses Kind dem Herrn zurück. Sie kann aber ihren Sohn, den sie den Namen Samuel gibt, zurückgeben. Sie kann zurückgeben, weil sie weiß, dass Gott da ist, dass er zu ihr steht, dass er ihr Leben schenken kann. Im Vollsinn kann sie zu diesem Zeitpunkt nicht Mutter sein. Sie hat dann später noch einmal empfangen, sie musste auf die Erfüllung warten. Und mit uns ist das auch so. Wir haben ein Licht empfangen. Unsere Sorgen sind erhellt. Aber noch müssen wir damit leben und warten auf den Tag, wo der Herr endgültig wiederkommt und das endgültig von uns nimmt. Aber
seine Auferstehung, die bringt Licht, die bringt Freude über uns und das Belastende muss uns nicht mehr bestimmen. Denken wir einmal an Kinder. Wenn sie einmal Freude erfahren haben, dann rechnen sie mit großer Gewissheit damit, dass es wiederkommt, dass sich das wiederholt. Und daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Und so kann der Hase mit dem Ei zu einem Gleichnis werden, sich darüber zu freuen, dass Gott Unerwartetes wirkt und schenkt am Ende uns zum Guten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.